Ruft dich an und kommt zu einer neuen Folge. Land? Sommerland. 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 Ihr könnt mich übrigens Gott nennen, ne? Ja? Mach King ich. Of All? Ja. Warum? Warum? Weil ich ziemlich geil bin. Zeig mal. Hä? Was ist denn jetzt, Andi? Ja, komm noch her. So. Kümmerst du dich, Däum, um das restliche Interieur des Hörsaals, also die Deko? Nein. Warum nicht? Weil ich die Wände nicht machen kann. Warum nicht? Nur weil du keinen Bock auf den Hörsaal hast. Ich mach die Tür. Ich hab überhaupt kein Problem mit. Wir kennen das, ein grüner Mann in unserem Hörsaal. Ein grüner Mann fliegt hier rum! Andi, du bist übrigens ein Gott. Ein Gottkönig. Warum, was hat er jetzt gemacht? Den Wasserfall? Ja, ich liebe Wasserfälle. Ich bin das ja, aber guck mal, wo der Wasserfall herkommt. Das ja, meiner war voll alternativ. Hier, dann gucken wir, wo der hier oben herkommt. Aber da oben ist Original Source, oder? Ja. Achso. Die hab ich aber angelegt. Stimmt. Achso, Andi gönnt sich einfach noch Wasser hiervon. Mhm. Aber ist noch ein bisschen straight hier. Ich find's auch ein bisschen straight. So Alter, meine Homies finden das nicht so tight. Ja, so. Geht mal weg, ich mach das hier. Für dich gibt's hierbei nämlich nicht mal Mindestvertrag Laufzeit. So, Däum. Was? Ja, außerdem, Kian, Wasser nimmt immer einen geraden Weg. Ja, aber der sieht einfach scheiße aus. Ja, ich weiß. So, Däum. Ja, wir müssen wenigstens mal wissen, wie das hier drinnen aussehen soll. Ja. Sonst kann ich hier auch nichts machen. Irgendwie Wände. Alter, so unkreativ kannst du doch nicht sein. Bei Wänden schon. Hey, du hast auch, spielst auch Sims 3, ne? Oder hast mal Sims gespielt, ne? Ja. Wie würdest du das einrichten, wenn es ein Haus bei Sims wäre? Ich hab da nie Hörsäle gebaut. Hörsäle bauen ist meine Leidenschaft. Dann muss ich doch wohl kreativ da reinversetzen. Ein ganzes Leben lang. Was erwartest du von einem Hörsaal? Wie muss der für dich aussehen? Akustisch. Stell dir das mal vor deinem inneren Auge vor. Holzwände mit Löchern. Ja, dann baust du. Okay, wir können Holzwände mit Löchern bauen. Wie macht man Löcher? So. Ey, Schalldämmung! Ja, Premium. Und dahinter mache ich trotzdem den Andesito, ja? Oder was das hier war? Jetzt die krasseste Schalldämmung. Nee, das finde ich gut. Andi, du hast mir einfach geholfen, beziehungsweise uns. Ja, du hast ihm das Leben gerettet. Du müsstest die Wand jetzt aber einmal. Das ist ja, auch ich mach's, warte. Wenn du etwas machen willst, frag dich einfach, wie willst du es haben? Fertig. So einfach geht das. Ganz ehrlich, ich will Krebs heilen. Ach nee, wie, das weiß ich nicht. Scheiße. Ja, das ist jetzt ein extremes Beispiel, bei dem das nicht funktioniert. Ich will den Welthunger lösen. Die Frage ist, ja. Ja, Insektenfarm. Insektenfarm? Ja. Nein. Natürlich. Hä? Du könntest zum Beispiel, es gibt jetzt ein Pilotprojekt. Wovon sollen die Insekten leben? Däum, sag mir mal, welche Holztreppe dahin soll und wie die heißt. Durchgerechnet haben. Und die haben zum Beispiel, das war glaube ich in Stockholm. Und da haben die errechnet, dass du auf 9 Verkehrsinseln Stockholms jeweils eine Insektenfarm einrichten müsstest. Und damit könntest du die gesamte Stadt, den gesamten Proteinbedarf der gesamten Stadt decken. Ja, Proteinbedarf und den Rest? Ja, hä? Okay, jetzt such dir eine Farbe aus. Hä, allein dadurch, dass wir nicht mehr unendlich gigantische Mengen an Grünfutter, an Rinder verfuttern müssen, nur um ein bisschen Fleisch von denen zu kriegen, hast du einfach viel mehr Ressourcen für den Rest der Menschheit, um deren, sozusagen mit diesen frei werdenden Lebensmittelressourcen deren Hunger zu stillen. Und wie? Ich finde, so sieht's scheiße aus. Es muss irgendwie abwechslungsmäßig sein, oder? Ja, aber genauso. Aber wie soll es denn abwechslungsmäßig sein? Man könnte jeweils eine Reihe so rum, eine so rum machen. Ja, genau. Andi, da also sag zum Beispiel, lass einfach. Da bin ich froh, dass ich in Deutschland geboren bin. Hä, warum? Hä, was ist das gegen Insekten? Nichts. Also, ich kann aber genauso gut das schöne Rindfleisch essen. Ich würde auch wirklich gerne mal Insekten probieren. Und das sieht auch kacke aus. Nein, würdest du nicht. Ja, natürlich. Ich glaube, wenn ich es dir anbieten würde. Hä? Nein! Ernsthaft jetzt? Okay, du kannst ja einfach im Internet bestellen. Und dann ich will es ja auch richtig zubereitet haben. Du kannst es auch einfach selber ernten. Du musst es aber erstmal richtig. So würde ich es machen, oder? Ja, viel besser. Okay, dann musst du es aber erstmal richtig produzieren. Okay.
Ist ein Job für dich, oder? Ist ein Job für mich. Ich bereite die Wände so vor und dann musst du nur noch die Hälfte austauschen. Ey, was machst du denn jetzt? Das ist falsch. Tschüss. Die sind jetzt so rum und jetzt müssen die zum Beispiel... lass mal, fang mal unten an. Nee. Doch. Okay. Weil sonst passt es nicht und unten, finde ich, sollte unten Holz sein. Ne, die müssen jetzt einfach so rum. Was machst du denn jetzt? Ach so, läuft das. So, ja, so ist ja, das. Ja, sorry, ich wusste nicht, dass die Musik so spielt. Ja, okay. Ich kann dir, wenn du willst, auch den Füllbefehl nochmal erklären. Warum nicht? Die Leute würden sich freuen. Ja, es ist vor allem nicht mit Schwert drin. Wobei ich hier jetzt, na, geht. Wusstet ihr, dass bei alten Menschen... Schnell ablenken. Nee, wieso ist es zum Thema? Also generell nimmt ja so Mitte des 20. Lebensjahrzehnts, Jahres. Ach nein, also Mitte der 20er Jahre eines Menschen nimmt die Leistungsfähigkeit des Gehirns bereits ab. Was auch stark darauf zurückzuführen ist, dass die Leute halt dann aus der Schule und aus der Uni raus sind. Und nichts mehr lernen. Nee, und dann halt beim Job in der Regel immer so sehr immer wieder eigentlich das Gleiche abgefragt wird, die gleiche. Ja, das meine ich ja, nichts mehr Neues lernen. So. Und es ist auch so, das geht dann so bis. Das ist genauso ab, ich weiß gar nicht wann das ist, 60 oder so. Wenn man, dann wird es dadurch noch verstärkt, dass alte Menschen ja immer dazu neigen, wenig. Verdrossen zu sein. Nee, wenig Neues zu machen. Ja, verdrossen. Was heißt das? Das hat doch nichts mit verdrossen zu tun. Eigentlich, wenn jemand, ein Mensch damit glücklich ist, einfach jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, jeden Samstag. Ja, aber es ist eine gewisse Verdrossenheit gegenüber dem Neuen, weil sie. Nein, es ist kein Verdrossenheit, es ist einfach Desinteresse. Ja. Das hat nichts mit Verdrossenheit zu tun. Na. Hä, aber wo gehen die alten Leute denn jetzt gerade nicht hin, in deinem Beispiel? In den Club. Den Club! Nein, sie probieren wenig neue Sachen aus. Achso, okay. Ja, das ist doch dann Verdrossenheit, oder nicht? Nein! Es ist einfach der. Hä? Wenn ja, man was ist denn dann Verdrossenheit für dich? Verdrossenheit ist, wenn ich nicht mehr Bergsteigen gehe, weil ich jedes Mal im Berg runterfalle. Nein, das ist doch nicht Verdrossenheit, das ist normal oder logisch oder klug geschlussfolgert. Klug geschlussfolgert. So, Verdrossenheit ist, warte, wo ist es? Wenn ich sage, ich gehe nicht mehr. Nein! Sinnverwandte Wörter ist Apathie, Lähmung, Resignation, Trägheit. Das ist einfach sozusagen nicht die Bereitschaft, etwas Neues zu tun. Ja, einigen wir uns darauf, dass es nicht falsch ist, genau, aber... Genau, hier, Apathie, Leidenschaftslosigkeit, von altgriechisch Apathie, Gelassenheit, Unempfindlichkeit. Man konnte ihn nicht aus seiner Apathie befreien. Und die haben einfach keinen Bock auf was Neues, weil sie mit ihrem Leben so, wie es gerade ist, zufrieden sind. Ja, oder unzufrieden, aber nichts dran ändern wollen. Genau. Oh, Alter, Kian, dieser Effekt ist einfach so geil. Was meinst du, wenn was Politikverdrossenheit ist, Kian, Däum? Ja, Leute, ist ja auch nicht, die interessieren sich einfach nicht dafür, richtig. Nicht, weil sie irgendwann mal vom Politiker betrogen wurden. Und du musst dich noch ums Lightning kümmern. Nein, gerade deswegen, weil die Leute das Gefühl haben, dass sich eh nichts ändert. Nein, sie interessieren sich einfach nicht. Hä? Um das Gefühl zu kriegen, müssten sie sich ja erstmal dafür zu interessieren. Andi, es gibt viele politikverdrossene Leute, die früher gewählt haben, gemerkt haben, dass es nichts bringt. Deren Anschauung nach, was wirklich ist, ist natürlich was anderes. Ja, das eine schließt ja das andere nicht aus, aber das andere ist auch richtig. Ja, das Wort ist nicht falsch, aber es kann noch mehr bedeuten, sagen wir ja, so. Ja, klar. Kennt ihr euch diesen Effekt? Schiebst du Effekte? Oder was meinst du, welchen Effekt meinst du? Ja, wenn du einfach gerade an der Wand vorbeifliegst, so wie ich gerade, und dann auf die Löcher schaust. Das ist dicke. Dick schiebt man Effekte, ja? Mhm. Da bist du wieder ganz high. Hi, total. Space Taxi to the sky. Hi, total. Andi, das ist so scheiße. Das war irgendwann mal so 2003 lustig, habe ich das Gefühl. Es ist immer noch lustig. Weil auch immer dieser Film rauskam. Ich finde den Film immer noch gut. Ich könnte eigentlich mal wieder Schuh des Manitus gucken. Den habe ich so oft geguckt. Ist aber so gut, der Film. Oder er ist so scheiße, dass er wieder gut ist. Hä, der ist überhaupt nicht scheiße. Der ist super. Hä? Zu Koks? Junge? Kuxi muss niesen, was? Kuxi muss niesen? Kuxi muss niesen. Kuxi. Kuxi muss niesen. Hallo, ich bin Kuxi, das Kuxi, Koks-Maskottchen. Tumbleleaf. Tumbleleaf ist das Koks-Maskottchen. Ja, google mal Tumbleleaf. Weißt du, wie es richtig aussieht? Nein. Will ich auch nicht. Doch. Nein. Warum denn nicht?
weil ich nicht das Bedürfnis habe, danach zu googeln, deswegen. Andi ist lieber produktiv. Andi hasst es, innerhalb von Folgen auf Wikipedia einen Wikipedia-Artikel nutzen. Ich schaffe es, trotzdem, dass ich auf Wikipedia-Artikel bin, produktiver in einer Folge zu sein als du. Andi, tut mir leid, ist aber nicht sonderlich schwer. Ja, das meine ich ja. Ich bin ja auch nicht stolz drauf, ich wollte es nur feststellen. Ja, aber damit sagst du ja, dass du eigentlich mehr schaffen würdest. Ja, wieso? Bei dir ist dann sogar der Verlust noch größer, Andi. Okay. Dann halt einfach die Fresse. Wenn er nicht mehr weiter weiß, halt einfach die Fresse. Nee, es ist einfach scheiße, was er labert. Ja. Aber man muss doch auf Scheiße antworten. Andi ist einfach nur verdrossen, ganz ehrlich. Was? Ja, verdrossen auf dich zu antworten. Das Andi ist produktivitätsverdrossen, er geht lieber auf Wikipedia. Als Maul. Und banne ich dich. Ich bin Admin. Ich kann das. Admin! Admin! Admin to my position! Ja, das habe ich ja schön verkackt. Was denn? Falsch rum? Ja, entweder du oder ich. Einer hat's verkackt. Also ich meine, ich habe das gleiche gemacht wie vorher. Also passt doch, unterste Reihe sind gleich. Wo ist jetzt ein Problem? Ah, hier in der Mitte ist irgendwie hab ich's falsch. Ja, du hast einmal abgestuhlt, ja. Ja, wie gesagt, Lightning musst du auch noch machen. Das ist dein Job. Klar, das mache ich auch gerne. Mit Leidenschaft. Mit Leidenschaft? Weil Leidenschaft schafft. Lightning ist eine Leidenschaft. Weil Leidenschaft schafft. Leidenschaft schafft Leiden. Andi, wärst du eigentlich bereit, dich in der Elternvertretung der Schule deiner Kinder zu engagieren? Nee, ich glaube, dafür wäre ich an meiner Stelle jetzt, ich weiß, du hast Andi gefragt, zu schulverdrossen. Nein, ich hätte, glaube ich, einfach keinen Bock auf die ganzen anderen behinderten Eltern. Mich mit denen über ihre Kinder zu unterhalten. Ich glaube, das Schlimmste am Lehrerjob sind unter anderem echt die Eltern. Alter, weißt du, wenn ich mir manche Eltern angucke, wie die reagieren, ne? Boah! Ja, wo siehst du denn, wie Eltern reagieren? Nein, aber wenn man Parents react too! wenn man so hört, dass teilweise wirklich Kinder mit ihren Eltern zusammen gegen Lehrer vorgehen, obwohl die Lehrer eiskalt im Recht sind und die Eltern: Aber mein Kind hat das so gesagt! Nee, der Lehrer hat garantiert Unrecht! Böser, böser Lehrer! In der Schule in Deutschland gibt es Also kriegst Kotzen. So eine Dropzone. Ja, das haben wir schon mal in der Folge besprochen. Stimmt, ach, dann war das hier. Das hätte ich woanders besprochen. Ach, das war mal hier. Weißt du, bei solchen Eltern, ne, da würde ich einfach mal sagen, so, machen sie erstmal einen Elternführerschein. Longboard-Führerschein. Ja. Longboard? Longboard! Ein ganzes Leben lang Longboard fahren. Longboard fahren ist meine Leidenschaft. Mein Leben lang habe ich Longboards gebaut. Longboards bauen ist meine Leidenschaft. Ja, genau so. Und Jack Daniels hat mir dies ermöglicht. Longboard fahren. Jack Daniels hat meine Alkoholsucht finanziert. Ansonsten, ja. Kann ich keine Longboards mehr bauen. Ansonsten kann ich das Wort Longboard nicht so aussprechen, wenn Jack Daniels mich nicht mit Jack Daniels versorgen würde. Longboards bauen ist meine Leidenschaft. Schade, dass diese Werbung nicht mehr läuft. Die war grandios. Die ist besser als dieses komische Ex, Welcome to the Jungle, der da ja, ist. Alter. Ja, ich habe heute das neueste Highlight in the Jungle gefunden. Vimeo Pro Werbung. Was? Richtig gedisst. Hey, wieso? Aber da machen doch Künstler ihre Videos drauf. Ja, aber ich meine, dass das YouTube zulässt. Wieso, Vimeo steht nicht direkt in der Konkurrenz mit. Naja. Ja, überhaupt nicht. Es ist ein ganz anderes Klientel, was da seine Videos hochlädt. Aber warum machen sie dann die Werbung auf YouTube? Ja, weil die Leute auf YouTube bringen wollen. Weil viele der weil sie Leute auf YouTube bringen wollen? Hä? Nein, weil auf YouTube, sagen wir es so, auf YouTube hängt jeder rum. Auf Vimeo ja, okay. hängt ja, eine ja, gewisse ja. Anzahl von Menschen rum. Also okay. Typ von Menschen. Okay, und zwar Arzi-Fazi-Leute. Ja, oder Leute, die sich einbilden, irgendwie High-Class-Art zu machen. High-Class! Oder ganz normal Leute, die einfach irgendwelche Sachen zeigen wollen. Und es nicht auf YouTube stellen wollen, weil dann gleich die Armee von Kiddies da hinkommt und sagt: Scheiße. Glaubst du, man könnte theoretisch Let's Plays auf Vimeo machen? Natürlich. Oh. Aber dann muss das schon kurz sein. Wird bloß niemand annehmen. Oder gibt's da eine Qualitätskontrolle? Nee, das nicht. Qualitätskontrolle? Aber ich glaube, da müsstest du ja auch irgendwie mit Tags arbeiten. Ich glaube nicht, dass jemand auf Vimeo nach dem Tag YouTube oder Let's Play sucht. Ich mache Minecraft Let's Play auf Vimeo. Also ich habe mir jetzt heute, ich muss gestehen, ich habe wieder ein Julians Vlog-Video angeguckt. Ich habe gelacht. Auch.
Er hat Hater vorgelesen, also Hater-Kommentare. Ja, ja, und so, Hater-Kommentare zu Hater-Kommentaren zu Hater-Kommentaren. Nee, Julians Blogs-Videos sind voll LW geworden, ne? War so ein Typ mit so einem Minecraft-Icon. Ach so, ja, genau! Und dann, so, solche Videos machst du, oder wie, so war das? Und dann hat er aber dieses, so ein Stück PvP-Videos aus seinem... Hat er so richtig abgefuckt in die Kamera geguckt und so Kopf geschüttelt. Ja, GG. So, da muss ein Repeater hin. So, Alter, die Wand ist so schallhemmend. Hier drin reden. Geil, ne? Du verstehst den Professor nicht. Hört man nicht den Glockenbeat? Weil sein Schall in der Wand verschwindet. Der macht einen Abflug. Du musst jetzt noch die Decke abhängen. Ich muss erstmal bin echt ein bisschen gespannt, wie das da drin aussieht. Ja, du hast ja schon viel geschafft, aber richtiges Licht wäre jetzt halt cool. Hier hinten muss auch noch was hin. Erstmal da reinfliegen. Sicher, dass du das hinkriegst? Oh, Däum, oh, Däum. Alter, sieht das geil aus. Aber jetzt fehlt die Hinterverschalung. Die musst du auch machen. Ja, du hast das gemacht. Mach dir einfach einen Zielbefehl. Aber jetzt kriegst du das selber. Nein, yeah. Nicht. Kreisscheiß. Kreisscheiß. Aber das kriegst du ja wohl mal selber hin. Kreisscheiß. Ey. Das ist alles voll Kreisscheiß. Ey, yo. Das ist alles gar nicht deins. Hier oben gibt's dann übrigens dann die Geometriestunden. Lol. Wo der weise Professor dann Sachen in Sand zeichnet. Fancy ist. Ich muss gerade wieder Mr. Mistopheles denken. Mr. Mistopheles? Oh, fuck. Who the fuck ist das? Bist du dumm, Andi? Mr. Mistopheles. Oder Rumtum Tiger oder was auch immer. Rumtum, was? Grisabella. Cats. Cats? Aber am Ende ist diese hässliche Zigeunerkatze in den Katzenhimmel gekommen. Nicht Miss Butterfly, wie heißt sie denn? Grisabella, immer noch. Ja, Grisabella. Die einfach die hässlichste. Ja, aber sie hat ja das reinste Herz. Das reinste Herz. Nur weil jemand hässlich ist, heißt nicht, dass er der beste Mensch ist. Hey, das hat er nicht gesagt, sie hat ja das reinste Herz. Das war doch der Sinn der Story, du Lappen. Also nicht der schönste oder klügste, sondern der beste, also sozusagen der von nicht im menschlichen her am besten war, nach oben gab. Das ist die Botschaft des Ganzen. Ah, oh, die Botschaft, ha, oh, the message. Zumindest habe ich diese. The message from the bottle. Mm. Die falsch ist, ist mir egal, juckt mich nicht. The message from within. Under my skin. Merkt ihr eigentlich, wie rebellisch Andi ist? Warum? Der Rest ist mir egal. Hä? Was hat das mit rebellisch zu tun? In dir schläft ein kleiner Rebell an dir. Ja, ich weiß. Ich hab was falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht. Ist das was Negatives? Nein. Andi sprayt auch so komische A-Logos auf Häuser und so. Ja, ich bin kein Anarchist. Andi ist Anarcho-Wichser! Nee, bin ich nicht, Kian. Bin ich nicht. Was bist du dann? Ein Rebell. Und was macht ein Rebell? Rebellieren. In seiner Wohnung sitzen. Was ein Rebell? Und YouTube-Videos. Richtig, ich rebelliere so. Ich unterwandere quasi die nächste Generation. Und fütte Riesen mit unterschwelligen Botschaften. Wow. Weiter sind wir fit. Fest du fit? Da. Ich bin die Terrorzelle Neukölln. Du wohnst aber nicht in Neukölln. Ich weiß. Tü. Sieh auch in Amerika so eine Stadt, die irgendwie New Cologne heißt oder so? New Brunswick. Ja, das weiß ich. Könnte aber auch in Kanada sein, ich weiß es nicht genau. Aber es gab doch dieser Namenswettbewerb um New York herum. Es gab doch irgendwie diesen anderen Ausland, der total witzig klang. New Amsterdam? Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Nee, oder? Ich weiß nicht genau, weißt du, irgendwie im Hinterkopf, dass da was war. Ja, New Amsterdam hieß das früher, da haben sie es abgekauft. There was some shit. New Amsterdam wäre toll gewesen. Klingt besser als New York. Das Lustige ist, dass es heute kein Mensch die Stadt York kennt.
Tja, hat das York wohl was falsch gemacht. Wahrscheinlich irgendein Hafenkaff in England. Das ist in London. In England, nicht in London, in England. Also ich kenne die Stadt, aber ich war da noch nie. Ja, ich habe die, glaube ich, auch nur mal gegoogelt, weil ich wissen wollte. Ja, vom Namen her kenne ich die auch. Es gibt ja auch Yorkshire. Es gibt auch Yorkshire Terrier. Ich war zuerst dran. Jo. Jo, okay. Oh, ich bin unzufrieden. Deinem Lightning? Nee, soweit bin ich noch gar nicht. Das ist einfach mal wieder schlecht. Du bist aber mit seiner Lebenssituation unzufrieden. Nee, ich find's einfach blöd, wie das hier gerade echt läuft. Wäre ich aber auch mit dem Internet. Aber weißt du was, bevor du dir das Leben nimmst, das sollte niemand tun, beendest du jetzt mal lieber die Folge. Das mache ich. Also, die Zuschauer verstehen mich gar nicht, weil mein Schall hier so krass aufgesaugt wird von den Wänden. Könnte ich ein Abo lassen bleiben. Bis zum nächsten Mal.